Was tun, wenn plötzlich jemand umkippt und bewusstlos liegen bleibt? Ein Szenario, vor dem viele Angst haben, denn in den meisten Fällen ist das Herz schuld. Wenn auch noch Herzrhythmusstörungen, etwa Kammerflimmern, dazukommen, sei die Überlebenschance für Betroffene ohne Defibrillator nur sehr gering. In vielen Einrichtungen hängen daher Defibrillatoren. Doch wie bedient man sie richtig? Den Defibrillator kann jeder bedienen, denn er leitet einen Schritt für Schritt an. Schaltet man es ein, ertönt eine Stimme, die dazu auffordert, den Oberkörper des Patienten freizulegen. Anschließend müssen die Elektroden ausgepackt werden und wie auf einer Abbildung zu sehen, auf den Körper geklebt werden. Nun kann der Defibrillator messen und entscheidet, ob ein Schock erforderlich ist oder nicht.